Ich finde es schön, dass wir drei hier sitzen und The Romantic Trio machen. Ich freue mich total, dass wir nicht allein bleiben heute Abend. Wollen wir über was Hartes reden? Das geht nicht mehr. Das ist vorbei, die Nummer ist durch, Kai. Das ist vorbei. Oh! Das war ja ganz unfrei. Moment. Hey, hey, Moment mal. Das ist eine schlechte Kamera. Ich schwöre dir, wenn er da ist, hast du die Nummer irgendwie organisiert gerade. Das ist eine ganz extrem krumme Nummer hier. Ja, wer hat euch bezahlt? Hey. Was ist das denn für ein Übergang? Ja, was fragst du mich, Mann? Ich stehe da hinten, ich höre irgendwas von Heiratsantrag. Nee, ich hab einen Riesenstress. Nee, aber das Verrückteste hast du verpasst. Ich sag zu den Jungs, wollen wir mal über was Hartes reden und dann kommst du. Ja. Naja, gut. Ja, so ist es. Aber passt auf, ich muss kurz was erzählen. Ihr wart ja letztes Mal da, die meisten waren irgendwie in dem Ort P, ne? Ja, jetzt passt auf, ihr ratet mal, wo ich jetzt herkomme. Also die Geschichte für die, die es nicht wissen. Letztes Mal an Weihnachten, 20. Dezember, sollte ich auch irgendwie zu diesem Auftritt nach P kommen. Ich wusste aber nichts von P. Ich habe nur irgendwann vom Hans eine Nachricht gekriegt, Marc, Auftritt, dann und dann am Ammersee. Ja? Dann bin ich in München und sage, super gut, aber wo am Ammersee? Schreibt der Kirchstraße. Ich mit meinem Sohn, ihn erreiche ich nicht mehr. Google, dein Internet, hier unser scheiß Navi. Dann kommt drauf Herrsching. Alles klar, wir fahren pfeifend nach Herrsching. Und irgendwie sagte ich zu meinem Sohn, Aaron, das wird ein kalter. Das kennt ihr gerne. Es war nicht Herrsching, ja? Dann haben wir ein paar Leute gefragt, die alle kannten Hans Siegel nicht, komischerweise mich, ja? Ja, ist so, mein Freund. Dann habe ich irgendwas von Peter Maffay erzählt. Dann schickten die mich in den Ort P, den ich bisher nie kannte. Und kommt vom Bodensee. Ich wusste jetzt, heute habe ich erfahren, dass Thomas Müller daherkommt. Aber ich kannte diesen Ort nicht. Fahr also nach P. Navigation schaltet irgendwann ab. Ich fahre in die Pampa, finde nichts mehr. Dann bin ich bei Peter Maffay endlich in dieser Bar drin, fragte die Dame. Die sagte dann zu mir, hier ist nichts. Sie sind drüben im Dorfgemeinschaftshaus. Alles klar. Ich rüber, hab ihn dann letztendlich gefunden. War aber. Aber dann unter der lockeren Vorgabe von Hans, der sagt, hey, ganz normal anziehen, locker leicht, kam mit einem Kapuzenpulli an. Ja. Und die hatten Smoking beide. Da kommt ein Team. Und die hatten aber ein Smoking. Es war Galanacht, ja. Das war schon mal der erste Kalte. Dann habe ich 5 Stunden gewartet auf meinen Auftritt. Aber gut, jetzt ich in Hamburg wieder. Ich dachte irgendwie, die Nummer ist am 20. Irgendwie hatte ich den 20. im Kopf. Dann sagt Hans, während ich in Hamburg war, Marc, 10. steht. Und ich, 10. Ich dachte, 20. War das wieder so. Ich dann gesagt, kein Problem. Denk natürlich, alles super. Fahr nach P. Jetzt. Es geht weiter. Passt auf, ich fahre nach P. Nähere mich dem Dorfgemeinschaftshaus. Es waren auch viele Autos drumherum. Es war eine Veranstaltung da. Ich lese nur irgendwo draußen immer groß, Wachturm. Ich gehe dann rein und mache so die Tür auf und denke, Wachturm, da war so eine Zeuge Jehova, irgendeine Predigerin. Und ich denke, was ist hier los? Und dann frage ich nur ganz leicht, Hinze und Siegel? Und ich, nein, nein, aber Sie können gerne zuhören. Setzen Sie sich. Und ich, nein, nein, bin auf der Suche nach Hinze und Siegel. Wir suchen alle. Ja, sage ich, okay. Aber dann habe ich Frau Ronning am Apparat. Frau Ronning ist die Produktionsleiterin, Frau. Vom Bergdoktor. Sie organisiert die ganze Geschichte und sie hat mich dann hierher gelotst. Jetzt komme ich hier reingerannt, habe mir extra noch einen Sakko organisiert. Weil ich ja dachte, der Junge macht wieder irgendeine Nummer mit mir. Zieht den Smoking, also den Sakko an, sitzt er in seiner Weste da und in der Lederjacke. Und er macht auf locker. Schön, dass du da bist. Marc Geller, meine Damen und Herren. Have a seat, man. Ja, also, darüber. Sie.
Ihr beide habt ja auch schon gemeinsam performt. Ihr habt ja schon auch gesungen miteinander, oder? Ja, wir waren mal zusammen. Nein, wir haben nicht zusammen gesungen. An die Karaoke-Vorstellung oder was? So weit würde es zumindest bei mir nicht reichen. Also es gibt wirklich, ich meine, man muss ja nicht alles können. Ne? Und ja. Wenn es etwas gibt, was ich definitiv nicht kann, ist es singen. Ja, und wir waren mal zusammen in einer Show, zufällig auch Rudi Carrell, die prominenten Playback-Show. Und da musste man Leute imitieren. Und Marc war Shirley Bassey. Solche Lippen. Ja? Entschuldigung. Erster Kid hätte ich ja noch toll gefunden. Er sieht aus wie Simone Rossi, oder wie der heißt. Simone Rossi. Deswegen habe ich auch mein Problem beim Bergdoktor. Ich sag's euch, jedes Mal, wenn ich emotionale Szenen habe und ich bin so richtig drin und ich fühle, er sagt immer zu mir, you have to swallow the emotion. Und ich habe die Emotion dann geschluckt und komme rein und bin total vor der Operation. Ja. Und dann kommt er mit seinen Kuckucksaugen. Und immer sehe ich dann Simone Rossi. Semino. Ich muss mich schon wundern, was habt ihr da mit euren Schlagerproben? Was ist denn das Schlagerproblem? Du siehst ihm ähnlich. Ich sehe ihn überhaupt nicht ähnlich. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Also ich bin auch, ich schaue sehr häufig auch mal Bergdoktor. Der Satz hat ihn Vermögen gekostet. Aber du hast gesagt, das baut ihn auf. Ja. Ja. Ne? Ja. Was war das jetzt bitte? Was hat der jetzt gesagt? Was war das? Man fragt sich, also ich finde das immer total interessant, weil man fragt sich ja immer, wer sind die Menschen, die die Sendungen schauen, die man macht oder die Serien, die man dreht? Ja, und es ist doch schön für dich zu wissen, dass ich da auch manchmal vor dem Fernseher sitze. Ja, total. Ja, finde ich schön. Ja, finde ich schön. Ja. Und ich muss sagen, wenn mir eines fehlt, wirklich, weil ich habe auch manchmal so das Gefühl, es ist so schön, diese Heimatromantik, diese Berge, so wunderbar, diese Geschichten, die er erzählt. Aber dass du mal so einmal, weißt du, so mal vor so einem schönen Bauernhaus mal einmal die Gitarre mal rausholst. Ja? Das kommt noch. Und einfach nur den Berggipfel anguckst und dann was Schönes singst. Das gehört doch dazu, Heimatmusik. Der Regisseur sitzt Hansi Hinkersiegel. Das wird seine zweite Karriere. Ich habe so leicht das Gefühl, dass wir die Sendezeit überschreiten und ihr Wünsche aufkommen von drei altersschwulen Herrschaften, die erzählen. Wir haben was ganz Tolles für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren. Und zwar eine musikalische Nummer. Und darauf freuen wir uns sehr. Und ich sage nur... Wer singt? Kahnweiler ab. Playback. Musik ab, Maestro. Jetzt kommt es. Singst du? Naja, früher während meiner Studienzeit. Eguala. Vor Aldi. Oh. It's all yours. Around the world I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep her on the road. I knew somewhere, sometime, somehow, you'd look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Down, in New York, in Gay Paris, or even London Town. No more will I go all around the world, for I found my world in you. Thank you.
Paris or even London town. No more will I go all around the world, for I found my world in Grazie, grazie. Ma che la maravigliata! Ah, sì. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie da waren. Wir bedanken uns bei Kai Pflaume, der Herz am rechten Fleck hat für Sie. Immer da sein wird im Deutschen Fernsehen bei Mark Keller. Wir bedanken uns bei Michael Aumann und bei Ricky Lynn Howard. Come on, boy! Großen Applaus, das war die erste Show. Come on, that's your thing. Und, meine Damen und Herren, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei all unseren Teammitgliedern. Dankeschön, kommt gut nach Hause. Der nächste Abend ist am 25. Juli wieder hier in der Freiheit in München. Genau. Diese Blumen sind stellvertretend für Sie und unser ganzes Team. Wir sagen Dankeschön, gute Nacht, kommt gut nach Hause. Bleiben Sie treu und bleiben Sie bei uns. Schönen guten Abend. Auf Wiedersehen. Genau.